Cerberus. Was machen Sie denn da nur? Dies ist ein Priester des Osiris. Er versucht, einen Wächter zu erwecken. Einen Wächter, um gegen den Titanen zu kämpfen? Ja, wir müssen den Priester währenddessen beschützen. Einige werden zu Krios Truppen übergelaufen sein. Okay, das ist mein zweiter Attempt. Wichtig ist, dass ich dir das gleich runterschicke. Ich habe hier zwei untätige Dorfbewohner, die schicke ich jetzt erstmal da hoch. So können wir ein verirrtes Kamel wurde gefunden. Schickt es zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. So. Gehen jetzt erstmal da runter. Und bauen mir dann einen Wall hin. Wird mein Wall jetzt erstmal gleich ab. Ah, ne, stimmt, ich habe ja gar nicht genug. Oh, ich habe eine Hygiene, das seht. Das Das Orakel holt mir da oben die Reliquie. Ich habe hier noch irgendwo ein zweites Orakel. Kann sein, dass es da mitkämpft. Ja. Orakel sind nicht wirklich stark, also ich schicke die da rüber. Da ist auch noch eine Reliquie. Die kann man auch sehen. Die soll da unten einen Wall bauen. Noch eine Kamelkarawane. Schickt sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Der Schwanz des Cerberus. Interessant. Weil Cerberus ist ja literally gerade noch da irgendwo da hinten. Wie viel kostet mich ein Turm? Oh, okay, 200. Into you. Da oben ist ein Orakel. Vom Zyklopen. Habe ich da oben nicht zwei Priester? Ja. Die bauen mir jetzt da oben erstmal ein Holzfällerlager. Gehen jetzt dahin. So, den lasse ich auch gleich Holz fällen. Ach, shit. Sind die da unten reingekommen? Wir können Wälle errichten, um unsere Handelsrouten zu schützen. Ja, jetzt macht ihr den Wald auch kaputt. Nicht gut. Jo, die hauen die Typen ja richtig krass schnell weg. Das ist insane. Wo ist noch Manra? Da ist Manra. Ich muss auch ins mythische Zeitalter kommen. Ach Gott, die haben da jetzt auch den Wall kaputt gemacht. Okay.
UEF. Ach, das ist die Zeit durch den Einfluss. Von Prometheus. Boah, der braucht halt ultra lange, bis er aufgeladen ist, ne? Die müssten aber, glaube ich, mal alle da aus der Dings rauskommen, ne? Und unter der Pyramide. Da ist wieder so ein Springviech da. Unsere Türen kommen da auch noch. Und ihr wisst, ich sollte ja ernsthaft anfangen. Ja, ich brauche jetzt mal noch mal ein paar neue Dorfbewohner. Hier vielleicht Wälle zu bauen. Ist da eine Hero-Balliste? Ah, das war's mit dem. Okay, ich muss gucken, dass ich mir da unten ein paar bisschen Verteidigung habe. Ja, darum ist es auch wichtig, dass alle Helden dann oben bleiben und nicht random da unten chillen. Die Medusa muss weg. Was ist denn da? Mein Anubita, der ist ja gestorben. Die bauen mir da jetzt einen Turm hin. In den Fall der Fälle. Oh, jetzt kommt da ein Rock. So ist der Rock wenigstens tot. Alle Einheiten, die er dabei hatte. Ich habe da oben keine Verteidigung. Ich baue jetzt da eine Migdol-Festung hin, ohne Witz. Blödes Vieh. Okay, der ist schon mal bei einem gewissen Punkt, das ist schon mal ganz gut. Ist keine Tyrannen-Chimäre, also haben die, hat die nicht den Special-Angriff. Das sind bis jetzt noch keine gestorben. Hoffe ich zumindest. Und da steht der Ball wenigstens noch. Sollte da oben auf jeden Fall auch noch mal die Sachen verbessern. Haben die Ägypter nicht irgendwas, was gut gegen mythische Einheiten ist, neben den Priestern? Dann haben wir erstmal Ruten des Schakals.
Geschwindigkeit mit der Monumente Gunst erzeugen. Das ist richtig. Das ist genau das, was wir wollen. Habe ich gehört. Wagenschützen würde ich gerne verbessern. Okay. Grig. Die quartieren sich jetzt wieder in den Turm ein. Das ist ein Feuerriese. Ach Mist, ich habe jetzt wieder nicht genug Gold. Der Sohn des Osiris ist ein mächtiger Krieger, aber seine wichtigste Aufgabe ist es, den Wächter aufzuladen. Ich denke mal, die schaffen das schon. Die haben da ja eh nur irgendwie lauter Konter Bogenschützen. Das normale Medusen. Ohne Witz, die sind hier der Last Wall gegen alles eigentlich. Wie ist dann nur Pharaonen an mythischen Einheiten? Das brauche ich auf jeden Fall. Ah ne, da habe ich noch den Wagenschützen. Wir gucken jetzt aber schnell, ob ich da noch ich doch noch ein paar Karawanen irgendwo finden kann. Ja, okay. Aber ich glaube, der Wagenschütze wäre da am schnellsten. Ja, weil ich glaube, schneller sind da Kamelreiter. Aber... Da oben sind noch Kamele. Hier sogar. Seht, noch eine Kamelkarawane. Schickt sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Ich will jetzt nicht quer übers Schlachtfeld schicken. Ah, da hinten sind noch welche. Da unten sind noch hier Konterkasernen. Aber da will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht zwingend angreifen. Das wird sich nicht lohnen. Ein verirrtes Kamel wurde gefunden. Schickt es zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Also ich brauche mehr Holzleute. Ihr seid neue Holzleute. Ja, macht mir jetzt erstmal... Komm, die Bombe, da ist einfach noch eine Festung hin. Und ehrlich, was soll's. Dann kommen die mit einer größeren. Es existiert auf jeden Fall auch noch der... Da kommt wieder ein... Das sind sogar zwei. Ja, fast ist ein bisschen übertrieben, aber... Er ist auf gutem Weg der Besserung. Habe ich eigentlich eine Kaserne bis jetzt? Nö, habe ich noch nicht. Ich glaube, die brauche ich in dem Szenario wirklich jetzt gar nicht. Ah, Mist, ich habe ja auch Häuser. Und die Häuser, die baut ihr mir jetzt schnell. Das ist bloß eine Giraffe. So, da kommt ein Zyklopenältester. Ihr könnt nicht mehr zu Ende schwingen.
Heilungsgeschwindigkeit. Verleiht vergrößert Stärke und lässt dich schneller von den Toten auferstehen. Das ist ja auch ganz gut. Na ja, gut, fair enough. Jo, da kommt jetzt aber eine ganze Armee. Dann werde ich alle gehen in die Festung rein. Bei die Migdol-Festung. Gegen die Turma. Es ist immer wichtig, ich brauche einfach nur einen guten Start, dann funktioniert das schon. Komm, mein letztes. Ah, verdammt, der Anubiter. Das flohartige Ding. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Riesenfloh vielleicht. Ihr greift mir nicht meine Karawanen an, ihr Hurensöhne. Haben die da drin? Ne, die haben da drin keine. Die Chirubaliste. Ich hoffe, der Wächter ist jetzt dann bald ready. Bam, die machen ihm sogar Damage. Ganz gut. Druckwelle beschworen. Jetzt ist wenigstens nicht übertrieben. Jetzt können die gegen diese blöden Turma kämpfen. Adieu. Wie sie auf die Schlangen gehen. Ah, das finde ich schon gut. Wie sie auf die scheiß Schlangen gehen. Ah, stimmt, ich habe die Arbeitslosen. So. Nur der Wächter kann diesen Titanen aufhalten. Der hat 10.000 Leben. Würde ich nicht mal sagen. Also würde ich nicht mal behaupten eigentlich. Ich glaube, ich könnte ihn schon relativ gut aufhalten, wenn ich eine genug Einheiten habe. Was mache ich denn? Ach komm, ich nehme Horus. Greg? Mein Axtkämpfer ist zwar schon lang tot, aber... Oh, Chippeschwertkämpfer. Stark gegen Dorfbewohner. Hab ich noch den... Nee, den, der ist schon tot. Schade. Wäre cool gewesen eigentlich. Was macht denn die Kamelkarawane da? Ich wurde verirrt. Naja, die läuft einen gefährlichen Weg. Ich hätte ja auch eine Migdol eigentlich. Was wollen die denn hier? Mach jetzt einen Skorpion, Mann. Enito, are you refer? In wedge. Get it. Yes, hello, boy. In it, get it. You, 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 you
in wedge here you here tai you Kamanorus. Hey, da haben sie eine Himmelspforte. Da kommen wahrscheinlich die meisten der Einheiten raus. Inito. Oh, hey, stimmt. Wir halten ihn auf. Der ist eh gleich ready hier. Wir brauchen ein paar Wagenschützen. Nur noch ein paar Rächer. Da unten kommen noch ein paar. Enito. In U-I-R. Der Titan hat uns fast erreicht. Erweckt den Wächter. And a hero has fallen. Alle gegen den Titanen. Alle gegen Cerberus. Wie gesagt, es geht ganz gut eigentlich, ne? Mit einer ganzen Menge Fernkämpfer. Der Wächter hört nun auf unsere Befehle. Komm, Sohn des Osiris, kannst gleich mit angreifen. Ja, der Wächter, ready to stab! Zerstöre unsere Feinde! Zerstöre den Titanen des Tartaros! Bam! Ich habe ihm aber schon, wie gesagt, ne, ganz gut Damage gemacht vorher, also. Tja, jetzt ist Cerberus down. Hat er wohl Pech gehabt, habe ich gehört.